So, herzlich willkommen zum nächsten FLIFLP. Ja, also ich werde heute zumindest, oder für mich heute, zwei Folgen aufnehmen. Eigentlich wollte ich generell mal eine längere Level-Session anlegen und so, aber ihr wisst ja, meine Aufnahmezeiten, sagen wir mal, gerade dreiviertel zwei wieder, also dreiviertel zwei, nachts. Und ja, ist natürlich jetzt nicht so von Vorteil, wenn man irgendwie generell nachts aufnimmt und naja. Also wir machen es ja auf alle Fälle mal einen Ballerfootball an. HP Football brauchen wir jetzt noch nicht und ich denke mal generell nicht, weil es. Keine Ahnung. Irgendwas macht gerade richtig hart Schaden. Okay, keine Ahnung, was das gerade ist, was mich hier gerade attackt, aber. Der Gegner ist es jedenfalls nicht. Gott! Ja. Posebugs OP as fuck. Wir schlachten einfach mal alle Akkus weg, vielleicht. Vielleicht geht's noch einmal weg. Auch beim Ringmaster sehe ich nichts, das ist ein bisschen eigenartig. Alter. Was man hier gerade auch immer am Ausrasten ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, Ringmaster, Level 54 bei 62%. Genau, solange die Party auf Level ist, kriegt der Ringmaster so viel XP. Das ist echt fast schon unnormal, also das ist richtig krank. 2,3k Schaden, also was dieser, wie viel ist uns jetzt? Okay, es sind 300 Attacke, ja gut. Das sind wirklich doch ganz, doch eine ganze Menge. Holy moly. Also ohne Ringmaster bist du ja echt ein bisschen am Arsch, oder? Na gut, was. Ah, da ist er ja. Von da hinten. So, jetzt, wenn ich den anklicke, will bestimmt gleich irgendwo anders stehen, oder? Nope, doch. Wo ist denn da hinten? Ja, gut. Also das ist so eins der Sachen, die mich halt nerven. Ich weiß, ob das fixbar ist. Ich werde mal ins Formus reinschreiben. Das ist schon sehr, sehr nervend. Also ohne Heal bist du da echt so ziemlich im Arsch. Also ich weiß es nicht, aber ob man da nicht irgendwas verändern kann, ob man das nicht irgendwann fixen kann. Also das, mich persönlich nervt das schon sehr. Also wie gesagt, weiß nicht. Wo ist ein Padfilter? Set, warte mal, warte mal, da, genau. Padfilter, so. Das auch wirklich Eis ansammelt. Da waren, er hat nicht mal die Gentles eingesammelt. Böses Pad. Ganz, ganz böse. Naja, mal schauen. Also erstmal ein paar Level 10 kriegen und generell der Ringmaster muss es unbedingt mal Level 60 kommen, damit ich dann ein, zwei Buffs mehr habe. Diese paar Def, was das sind, die da, die 50 Def oder so, sind mal A ganz nett. Und B die 150 Attack von Spirit Fortune ist natürlich dann das andere. Das ist definitiv sehr nice und ja. Generell, ich muss mal schauen, dass ich dann ein bisschen auf Crit Rate komm. Ja, also irgendein Rest Coin Set oder so brauche ich definitiv bald, aber muss ich mal schauen. Ich denke mal jetzt so ab den 70er Mobs und so spätestens wird man ja, also ab den Fischen droppt man normalerweise Rest Coin Set Teil, ja. Auch ein paar mehr als bei den Kränern hier. Also generell sollte es eigentlich 70 plus Mobs kein Problem sein, hier immer Risk Quantize zu droppen. Also Respawn. Also
Soweit ich weiß, also wie ich es noch in Erinnerung habe, war das bisher nie ein Problem und. Ah, weiß nicht. Und mein Ringmaß ist Level Up. So, erstmal ein Scan hier. Und was tippen wir denn weiter? Aha. Ja, ich war mal Richtung Cannonball. Ich meine, Catch Reflex wäre natürlich jetzt auch mal ganz nett. Um nicht alle 2 Sekunden irgendwie healen zu müssen oder fooden zu müssen oder so. Aber aktuell bin ich ein bisschen damage-orientiert und denke mir gerade eher, es bringt dir jetzt die Blockrate, wenn du A 0 Crit-Rate hast und B keine Attack Speed und so. Das bringt ja auch nichts. Ja, von dem her. Von dem her denke ich mir dann doch eher, ja, machst du erstmal Cannonball. Und ansonsten, wenn du hast, mal dafür 60 ist und so, dann hast du erstmal so die ganzen Skillpunkte. Weiß gar nicht, wie viel das die kriegt. Ich weiß auch nicht, ob das früher schon so viele waren oder ob das erst später dann so viele wurden. Skillpunkte. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. So, Ringmaster, der levelt so extrem schnell, also. Das ist echt fast schon übertrieben, ich meine. Hat schon wieder 20% nach dem Up. Vorausgesetzt, ich würde nicht alles hier missen. Ja. Also 60er Teil kriegt man hier, aber auch nicht mehr. Warte mal, wir haben ja schon Endless Boots getroppt. Das heißt, also eigentlich sollten wir hier auch Risk One Teil droppen. Können. Können. Ich meine, was bringt denn Risk One? Es hat irgendwie 15% HP-Rate und 20% Attack Speed oder so. Oder andersrum? Ich glaube andersrum war's. Also generell schon dezent nette Effekte. Also weitere Effekte, auf die man jetzt nicht unbedingt verzichten könnte. Ja klar, ich meine, ich kann auch ohne leben, aber wir würden das Ganze natürlich dann doch ein bisschen einfacher machen. So, mein Garnish-Stick habe ich ja auch noch. Yay, paar Level 10. GG. Schaden. Also ich heute in 7 Minuten, wo die Party auf Dingensen war, hier auf Level, fast doppelt so viel gelevelt habe wie letzte Runde in 14 Minuten. Also im Prinzip 4-mal mehr gelevelt habe wie letzte Folge. Bei gleicher Zeit. Schon auch ganz interessant. Ah, die XP, ja, die sind komfortabel. Ich kriege wie viel? Das war jetzt ein Small. Für einen billigen Small hier 1,17%. Ne, 1,27 vielleicht war es, ne? 1,27, ja. Ha. Schon ganz okay, würde ich mal sagen. Generell die XP, ja, wenn Party auf Level ist, wenn Party auf Schaden ist, dann geht das echt verdammt schnell. So. Ach, das sind auch schon Captains. Nice. Dachte man schon, ich müsste sie erstmal wieder ewig weit rumlaufen oder so, aber nope. Nope, 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 nope. Ich überlege auch gerade so, man droppt hier zwar tons of Questies. Vielleicht soll ich die ganzen zu Patchfoot machen, aber andererseits überlege ich gerade, ob ich vielleicht nicht mal die Quests anmachen soll. Sollte. Sind eigentlich nicht schlecht. Also so. Ich meine, wenn man die Quest schon hat, das ist ja echt kein Ding. Ich meine, man läuft schnell zum NPC hin und gibt ihm manchmal die Quest ab. Das ist ja praktisch kein Aufwand. Also von dem her muss ich ja echt sagen, könnte man es echt mal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel XP das dir geben.
Vielleicht haben die Dinge XP auch gesteigert. Ich glaube, Morphium hat immer so 20% für eine Item-Quest. Oh, nicht schon wieder so ein Kagakor, der mich von irgendwo angreift. Bin zwar beruhigt, wenn es nicht der Gig ist, aber... Oh Gott. Ich hoffe, es wird nicht gleich der Gig. Ja, komm, ey, das ist doch zum Kotzen. Irgendein verkacktes Mob, das irgendwo hinter mir steht. Das ist er. Und mich 24-7 attackt, also das ist... Irgendwas behindert. Wow, ein Crit. Bei 2% Crit Rate. Holy moly. Dass es sowas überhaupt noch gibt. Wahnsinn. Oh, der Maus. Ah, nice. Warte mal, jetzt machen wir die hier weg. So. So. 19 Schaden mehr. Läuft bei uns. Naja, gut, ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt zwar. Allerdings glaube ich, dass die Death-Rate auch gar nicht mal so schlecht ist. Wie war das? 80, ja, 80, 80 Death. Eh so irgendwie die. So generell irgendwie, der Vergleich irgendwie so 19 Schaden oder 80 Death. Das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber. Ich persönlich finde das ja schon ein bisschen. Naja. Krasser Unterschied. Allein, wenn man jetzt mal so die zwei Items vergleicht, mit 19 Schaden und 19 Schaden, wenn nicht genug, um 80 Death hier Herr zu werden. Bei weitem nicht. Früher war es vor allem auch noch so. Knight, der auf STA war und ordentlich Death hatte, den konnte eigentlich irgendeinen 101 WP oder einen Playdos war eigentlich gar nicht mal so viel zusetzen, weil ich weiß es nicht, aber die hatten früher so viel Death einfach, irgendwie, was weiß ich, 4, 5, 6k Death oder so. Das ist eigentlich. Ich weiß nicht, aber. Früher war es eigentlich. Ja, es war eigentlich echt so, dass man gesagt hat, ja, pff, der Knight hat so viel Death, mal eh keinen Schaden, greife ich erst gleich an in der Arena und so. Und mittlerweile, naja, Blade, ich weiß nicht, geht man einen Knight hat mal irgendwie ein Turret oder so oder was weiß ich. Früher war der Balance zwischen Tanks und DD ist echt noch sehr nice. Aber mittlerweile, ich weiß nicht. Mittlerweile ist die Balance nicht mehr vorhanden praktisch, also das weiß nicht. So, jetzt werde ich erstmal hier die Aufnahme gleich beenden bei 80%. Dann haben wir in der nächsten Folge auf alle Fälle den Level Up drin. Also Level 61 immerhin schon mal. Ich meine, es geht eigentlich, also das. Sagen wir mal, eine halbe Stunde effektives Leveln kommt man hier schon relativ weit, also. Kann man auf alle Fälle sagen. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Fly-Folge.